Eigentlich müsste man ja an der Strategie arbeiten, aber Alltag frisst Strategie. Immer kommt irgendwas im Alltagsgeschäft dazu, dass Sie eigentlich nie die wirkliche Zeit haben, sich um die Strategie in Ihrem Unternehmen zu kümmern, um an Ihrer Firma zu arbeiten und nicht in Ihrer Firma. Wie man die drei großen strategischen Fehler entsprechend vermeidet und wie man Strategiearbeit systematisch in seinen Jahresplan einarbeitet, das erkläre ich in diesem Video. Herzlich willkommen zu unserem Webinar, wo wir uns mit effizienter Jahresplanung beschäftigen. Schön, dass Sie alle da sind, dass sich so zahlreich alle angemeldet haben. Das zeigt uns auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie groß das Interesse an dem Thema effiziente Jahresplanung ist. Und vor allem, wie man drei strategische Fehler in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Betrieb vermeiden kann, damit es einfach leichter von der Hand geht. Jetzt ist die Frage, an wen richtet sich dieses Webinar? Das möchten wir gleich am Anfang mit klären. Wir haben ganz gezielt Sie eingeladen als Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, als Meister im Handwerk, die einfach möchten, dass Ihr Betrieb ein bisschen leichter von der Hand geht, dass die Zusammenarbeit im Unternehmen besser funktioniert. Also die Schreinermeisterin oder der Glasermeister sind hier genau die Richtigen für dieses Webinar. Wie ist es aufgebaut? Es ist relativ kurz gefasst. Sie bekommen ganz viele wertvolle Impulse im Rahmen dieses Webinars, über die Sie nachdenken können, die Sie selbst anwenden können. Und es ist so kurz gehalten, dass es auch in Ihren Tagesablauf halbwegs reinpasst. Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht, alle Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Wir werden im Nachgang Ihre Fragen alle individuell per E-Mail entsprechend beantworten. Und für die, die sich das Seminar ganz bis zum Ende mit anschauen, haben wir noch einen letzten großen Bonustipp und da können Sie wirklich drauf gespannt sein, das ist nämlich ein richtiger Knaller. Aber wie vermeiden wir jetzt drei strategische Fehler in Ihrem Betrieb? Sie kennen es, ich kenne es. Manchmal steckt man an dem Punkt und fragt sich, warum mache ich das eigentlich alles? Bei vielen meiner Kunden verdient der Fachangestellte auf die Arbeitszeit gerechnet mehr als der Chef selber. Sie wissen ganz genau, Sonntagvormittag, oft Büroarbeit, Samstagabend noch was vorbereiten, damit es dann die kommende Woche wirklich läuft. Wenn Sie alle Ihre Stunden, die Sie von früh bis abend in Ihrem Unternehmen selbst arbeiten, als Unternehmer an Ihrem Unternehmen arbeiten und alle Stunden zusammenrechnen und dann Ihren monatlichen Lohn durchteilen, dann kommen Sie vielleicht auf die Idee, manche Angestellte verdienen ja selber als ich selber gerechnet auf die Stunde. Das muss ja nicht so sein. Jedes Wochenende für den Betrieb arbeiten, das muss so nicht sein. Aber wie kann man denn das ändern? Wie könnte man das tun? Die Frage ist, warum ist es denn eigentlich so? Sie und ich, wir machen unsere Arbeit. Wir investieren Zeit und Geld in unsere Unternehmen und plötzlich funktioniert das so nicht mehr. Stress kommt auf, Ärger, weniger Gewinn, schlimmer Verlust. Dann kommen noch Fragen, warum ist denn das Ganze überhaupt irgendwo so? Also wir müssen uns überlegen, was sind denn die Probleme eigentlich hinter den Problemen? Ich bin hier selbst durch und begleite meine Kunden genau bei diesem Problem. Es fehlt nicht die Zeit oder das Geld, sondern die zugrunde liegende Strategie. Das ist das Thema. Und es ist ganz normal, weil der Alltag uns so fordert. Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer haben genau wie ich eine wichtige Aufgabe. Sie wollen Ihr eigenes Unternehmen bestmöglich führen. Dazu gehört langfristige Planung, Auswertung der Effizienz und die richtige Finanzplanung. Als ich mein Unternehmen aufgebaut habe, lief erstmal alles gut. Total motiviert, ein Selbstläufer. Gestattet, war der Kracher. Und plötzlich stand ich da, meine Frau und die zwei Kinder zu Hause, Arbeit bis tief in die Nacht und das ohne das Gefühl, es wird sich irgendwie lohnen. Auf einmal hat mich die Arbeit aufgefressen. Und das ist die Frage, was wünsche ich mir eigentlich stattdessen? Naja, was ich geändert habe und womit ich mich als Unternehmer endlich auch mal wieder auf mein Motorrad setzen kann, das verrate ich Ihnen genau in diesem Webinar. Ich habe jetzt seit über 11 Jahren mein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern. Ich habe im Jahr 2010 meine Unternehmensberatung gegründet. Und ich unterstütze Handwerker und kleine Unternehmen auf ihrem Weg
zu mehr Zeit, Rendite und Zufriedenheit. Ein wesentlicher Punkt dafür ist das Thema Prozesse und als Prozessmanager kenne ich die Möglichkeiten, wie man schnell und einfach Abläufe verbessert. Und ich war fassungslos, als dieses Spezialwissen nur in großen Unternehmen verbreitet war. Nur in den großen Industriebetrieben kümmert man sich mit speziellen Abteilungen um das Thema Prozessmanagement. Ich zahle recht gerne pünktlich meine Rechnungen an meine Lieferanten, weil ich genau weiß, was es bedeutet, wenn man ständig riesige Außenstände hat. Und als ich vor einigen Jahren mein Haus gebaut habe, habe ich wirklich immer darauf gewartet, bis die Rechnungen von meinen Handwerkern kamen. Und ich habe teilweise sogar den Firmen hinterher telefonieren müssen, damit ich die endlich bezahlen konnte. Also, die handwerkliche Leistung bei der Sanierung von meinem Haus war wirklich klasse. Die Dachrinne hat gepasst, die Küche war super, das Bad war schön gemacht. Aber alles, was so kaufmännisch hinten dran hängt, der ganze Bürokram, das war halt schon schwierig. Und bis dann irgendwann mal die Rechnungen kamen, die Rechnungen richtig waren, dann gab es mal Diskussionen über das Aufmaß und so weiter. Naja, das Übliche, mit dem sich halt auch rumschlagen, ne? So. Und damit sind wir genau jetzt beim Thema. Die richtige Unternehmensstrategie hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und zwar Sie als Unternehmerin und Unternehmer sollen endlich wieder die Zeit haben, an dem Unternehmen zu arbeiten und nicht nur in dem Unternehmen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also, Sie leisten Ihre Arbeit und Sie wollen dafür auch eine adäquate Vergütung haben. Das sind zwei Typen übrigens. Vergütung heißt zum einen mal die Bezahlung als Geschäftsführer für Ihre geleistete Zeit in dem Unternehmen. Aber Vergütung bedeutet auch, dass Sie als Gesellschafter möglicherweise das ganze Kapital reingesteckt haben, eine Verzinsung für dieses Kapital. Denn Sie könnten ja auch Ihr Geld statt in Ihr Unternehmen zu stecken, zum Beispiel in Aktien von anderen Firmen zu kaufen. Also es gibt alternative Anlageformen und dafür bekämen Sie auch eine Verzinsung. Und deswegen steht Ihnen neben Ihrem Geschäftsführergehalt in jedem Fall ein Unternehmerlohn zu, nämlich die Verzinsung von Ihrem eingesetzten Kapital. So, und jetzt verrate ich Ihnen, wie wir die drei größten Fehler vermeiden und Ihr Unternehmen ganz optimal ausrichten. Hand aufs Herz. Wie viele arbeiten Sie in Ihrem Betrieb und wie viel Zeit arbeiten Sie an Ihrem Betrieb? An Ihrem Betrieb bedeutet Planung, Strategie, Auswertung, sich überlegen, was wird die Zukunft bringen, muss ich vielleicht auf neue Entwicklungen entsprechend reagieren. Bestes Beispiel, Corona, die Pandemie. Sie kam überraschend für uns alle und wir mussten mit unseren Unternehmen irgendwie darauf reagieren. Jetzt kommt die neue Forderung hier nach entsprechend Möglichkeiten, Homeoffice für Mitarbeiter. Solange alle Mitarbeiter aber nur an festen Rechnern an ihrem Tisch im Büro sitzen, in ihrem Betrieb, wird es mit dem Homeoffice schwer werden. Und solange alle wesentlichen Unterlagen in ihrem Büro in Aktenordnern organisiert sind, können ihre Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten. Es ist also eine Strategie zu entwickeln, zum Beispiel, wie wir das hinbekommen, dass ihre Mitarbeiter auch in Pandemiezeiten genauso effizient arbeiten können, wie wenn sie im Büro wären. Das ist Arbeit am Unternehmen. Fehler Nummer 1. Der Alltag frisst ihre Strategie auf. Ich rede hier jetzt nicht von einer ausgetüftelten Strategie in der Fußballkabine oder von irgendwelchen Marathonsitzungen von irgendwelchen Konzernen, die sich wochenlang in ein Golfhotel einsperren. Nein, das Thema ist, wir brauchen die Zeit oder Sie brauchen vor allem die Zeit, die Sie sich nehmen sollten, um eine Bestandsaufnahme zu machen und festzulegen, wohin das Unternehmen sich entwickeln soll oder kann. Also einfach mal kurz innezuhalten und sich überlegen, was habe ich bisher geschafft? Was sind so die großen Themen der Zukunft in perspektivisch 3 bis 5 Jahren? Und wie können wir das Ganze irgendwo angehen? Und mit dieser Bestandsaufnahme, wenn man die ehrlich für sich macht, ist man schon auf dem ganz, ganz wichtigen Weg, dass man sich nicht in die Tasche lügt, sondern ganz klar sagt, okay, das mit der Digitalisierung, das haben wir einfach nicht wirklich drauf, dann müssen wir noch was tun. Oder wir haben keine gute Vorstellung darüber, wie unsere Prozesse wirklich laufen. Wir vermuten es zwar und jeder macht es ein bisschen ähnlich, aber doch letztendlich ist einmal alles anders. Ich habe keine Ahnung, zum Beispiel, wie viele Angebote, die ich pro Jahr als mit all meinen Mitarbeitern schreibe, tatsächlich zu Aufträgen werden. Also diese Angebotsabschlussquote zum Beispiel haben viele Unternehmen nicht wirklich im Kopf. Und jedes Angebot, was erstellt worden ist und nicht gewonnen wird, das war eigentlich Arbeit für die Katz.
Und Arbeit für die Katz, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Nicht nur, dass es ihnen kein Geld auf ihr Konto spült, nein, es ist auch einfach Verschwendung von Lebenszeit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, keiner macht Aufgaben, von denen er weiß, dass sie für die Katz sind, unheimlich gerne. Lebenszeit verschwenden, das ist zutiefst menschenunwürdig und man sollte auf jeden Fall schauen, dass man das aus seinem Unternehmen rausbringt. Das war das Thema Strategie und zwar, wie gesagt, eben nicht die ganz ausgeklügelte von ewigen Konzernen, sondern sie sollen sich die Zeit nehmen für die Bestandsaufnahme. Darunter fallen aber auch nicht nur die Marktbeobachtung und auch die Übersicht über ihre Mitarbeiter. Welchen Wissensstand haben die Mitarbeiter? Wo müssten wir einfach in Schulung einfach investieren? Und Schulung heißt nicht wieder eine Woche lang außer Haus schicken für 12.000 Euro. Nein, Schulung kann auch sein, dass man ganz systematisch einen erfahrenen Kollegen, einen Jüngeren an die Hand nimmt und einfach ihm Sachen zeigt und ihn dann auch entsprechend unter Aufsicht machen lässt. Auch das ist Schulung. Das ist eben eine Schulung in ihrem Unternehmen, von ihren Mitarbeitern für ihre Mitarbeiter. Vielleicht braucht jemand eine weitere Einführung, wie man eine Maschine richtig führt oder wie man danach die Wartung richtig durchführt. Auch das sind Schulungsthemen. Großer Punkt auch die Altersentwicklung. Wie sieht Ihre Alterspyramide im Unternehmen aus? Haben Sie beispielsweise Mitarbeiter, die in den nächsten 2 bis 5 Jahren in Pension, Ruhestand oder Rente gehen? Und genau daran müssen wir wieder ansetzen. Wann müssen wir neue Mitarbeiter gewinnen und aufbauen? Wann sind die soweit trainiert und angelernt, dass die dann den erfahrenen Kollegen, der in seinen Ruhestand geht, einfach auch entsprechend ersetzen kann? Denn wenn der Kollege gerade in 2 Wochen in Ruhestand geht, erst dann sich darum zu kümmern, oh, ich brauche ja jemand Neues, das wird nicht mehr funktionieren. Erstens mal, weil es den Arbeitsmarkt derzeit nicht hergibt und zum anderen mal, weil die Anlern- und Einarbeitungszeit einfach viel zu kurz wäre. Auch der Zustand zum Beispiel vom Betriebsgelände, von Maschinen, vom Fuhrpark, das ist entscheidend. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann erspart man sich hinterher halt böse Überraschungen. So, kleiner Bonustipp von mir: Prüfen Sie mit Ihren Mitarbeitern, wie Sie Ihre Aufträge abwickeln und ob Ihre eingesetzte Software Sie dabei unterstützt oder eigentlich ausbremst. Ich habe ein Unternehmen gesehen, da ist in einer Warenwirtschaft für jeden Kunden ein entsprechendes Projekt angelegt worden, soweit gut. Dann musste aber die Projektnummer einzeln nochmal auf dem entsprechenden Dateiserver angelegt werden, damit man dann dort alle Projektdateien einzeln reinspeichern konnte. Das hat nicht die Software gemacht. Nein, es war alles Handarbeit. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel wieder dafür, wie wahnsinnig viel Lebenszeit von Ihren Mitarbeitern verschwendet wird, ohne dass dabei irgendwas rumkommen würde. Es gibt auch verschiedene Förderprogramme, gerade jetzt im Rahmen von Digitalisierungsanstrengungen in den jeweiligen Bundesländern. Also da kann man auf jeden Fall mal schauen, dass man noch was weitermachen kann. Auch in Ihrem Bundesland wird es mit Sicherheit eine Fördermöglichkeit geben. Und wenn Sie Interesse an sowas haben, melden Sie einfach nur kurz, dann können wir Ihnen auch dabei mithelfen, ob es entsprechende Möglichkeiten gibt und wie wir Sie dabei unterstützen können. Fehler Nummer 2, kein Finanzüberblick. Jetzt werden Sie sagen, naja, ich weiß doch, was auf dem Konto drauf ist und ich habe doch einen Steuerberater. Ja, das Thema Steuerberater ist immer ein bisschen schwierig. Also ganz ehrlich, der Steuerberater kümmert sich darum, dass alle ihre Einnahmen und ihre Kosten korrekt verbucht sind und dass der Staat in korrekter Weise seine Steuern abgeführt bekommt. Das macht aber im Wesentlichen auch nicht der Steuerberater, sondern sein angestellter Bilanzbuchhalter zum Beispiel. Der bucht ihre entsprechenden Belege und vielleicht einmal im Jahr setzt sich ihr Steuerberater am Jahresende mit ihnen zusammen und bespricht, wie man die entsprechende Steuerlast vielleicht optimieren könnte. Das ist aber kein Finanzüberblick und ein Gespräch darüber, wie es eigentlich jetzt mit dem Unternehmen aussieht, wie die Liquiditätslage ist, an welchen Stellschrauben wir entsprechend drehen können, ob sie in den Budgets sind, die sie vorgenommen haben, ob es irgendwo Abweichungen gibt. Genau das tut alles ihr Steuerberater nicht. Das können Sie entweder selbst machen oder natürlich mit entsprechender Unterstützung. Das Thema Finanzüberblick ist wirklich wichtig. Wer seine offenen Posten nicht wirklich im Blick hat und auch nicht die tatsächlichen Zahlungsziele kennt, tut sich schwer mit einer Liquiditätsplanung. Tatsächliches Zahlungsziel, natürlich schreibt jeder gerne auf seine Rechnung drauf, zahlbar sofort ohne Abzug. Aber wann kommt denn das Geld vom Kunden? Wie hoch sind denn die Außenstände? Also Unternehmen mit Außenständen von bis zu 10% des Umsatzes
sind jetzt keine ungewöhnlichen Fälle. Das habe ich schon in den letzten 10 Jahren zu Genüge gesehen. Und ausgeglichene Konten oder immer an der Kreditlinie, am Anschlag vom Kontokorrent. Wer kennt es denn nicht, wer immer irgendwie am Anschlag des Kontokorrents läuft? Das muss aber nicht sein. Ein Budgetplan kann Ihnen hierbei auf jeden Fall helfen, entsprechend Ihre Finanzen im Blick zu behalten. Verschließen Sie davor die Augen nicht. Es ist unangenehm, das weiß ich auch, vor allem wenn die Lage nicht sonderlich rosig ausschaut, aber machen Sie es. Erstellen Sie einen Budgetplan, überlegen sich im Vorfeld, wie viel Umsatz brauche ich eigentlich, damit ich Mitarbeiter bezahlen kann, damit ich mein Rohmaterial bezahlen kann, damit ich meine ganzen Fixkosten bezahlen kann, wie Gebäude, Anlagen, Maschinen und ähnliche Sachen. Und was müsste ich eigentlich noch haben, damit ich auch mich bezahlen kann? Und dann, wenn Sie feststellen, ah, das will ich alles abziehen von meinem Umsatz, das kriege ich so nicht hin. Da müssen wir anfangen, sich zu überlegen, wo können wir eben entsprechend einsparen, entsprechend Kosten senken oder aber, und das ist die andere Variante, mit der bestehenden Mannschaft einfach mehr Geschäft machen, mehr Umsatz schaffen. Also, Budgetplan aufstellen, das ist einer der ganz, ganz wesentlichen Punkte, die Sie in jedem Fall machen sollten. Wann macht man sowas? Das können Sie immer machen, aber typischerweise gegen Jahresende als Vorausschau für das nächste Jahr. Fehler Nummer 3, der Betrieb ist nicht effizient. Ja, wie jetzt? Nicht effizient. Wir machen doch, wir tun doch Auftragsbücher voll und so weiter. Ja, ist schon richtig. Auftragsbücher voll, es wird von früh bis nacht gearbeitet, aber der Gewinnlage am Ende des Jahres ist eher Zufall als geplant. Und woran liegt es? Dass wir halt einfach unsere Prozesse nicht so wirklich ganz im Griff haben. Wissen Sie, den Satz, den ich oft höre, ist halt, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Oder wir sind hier Erfahrungswerte, das ist Bauchgefühl. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt in einem Malerbetrieb bin und für 1,03 € die Sachen spachtel, schleife und neu streiche und so weiter, passt schon. Passt es wirklich? Oder sind es einfach nur die entsprechenden übernommenen Preise der Konkurrenz, die sich vielleicht darüber Gedanken gemacht haben? Passt es wirklich für Ihr Unternehmen? Und das werden Sie nur dann rausbekommen, wenn Sie in Messen und Steuern entsprechend investieren. Das bedeutet, Sie sollten sich überlegen, wie kann ich rausfinden, wie lange Dinge tatsächlich brauchen. Die von allen ungeliebte Nachkalkulation kommt hier auch rein. Wenn Sie eine Baustelle haben, ein Projektgeschäft zum Beispiel, dass Sie jetzt entsprechende Dachstühle zum Beispiel als Zimmereibetrieb aufstellen, machen Sie tatsächlich schön Ihre Nachkalkulation, was Ihre Baustelle wirklich für Geld reingebracht hat und ob Sie Geld mitgenommen haben. Das ist halt genau das Thema. Und wenn man anfängt, eben seine Prozesse zu messen und zu steuern, die Maschinenauslastung sich anzuschauen, dann vermeidet man sowohl die Überlastung der Mitarbeiter, denn auch die können vielleicht zu viel tun und dann irgendwann ausfallen wegen Krankheit. Oder aber sie bekommen die großen Aha-Erlebnisse, dass zum Beispiel zwischen unterschriebenem Regiezettel und damit Abnahme von ihrem Werk bis zum Geldeingang vielleicht doch viel zu viel Zeit vergeht, dass dann eben nicht die zahlbar sofort ohne Abzug passieren, sondern dass es erstmal 4 Tage liegt, bis dann der abgezeichnete Regiezettel, das Bautagebuch, zu einer Rechnung verwandelt wird, dann wird die Rechnung rausgeschickt, dann lässt sich der Kunde Zeit, vielleicht sogar länger als was er sollte, vielleicht zieht er doch noch das Konto ab, obwohl er eigentlich nicht dürfte und weil es keiner nachkontrolliert, oder weil ja der Kunde ist nur so ein guter Kunde, da können wir uns ja nicht drüber aufregen. All die Dinge sind da drin. Das muss man einfach mal transparent machen. Und nur dann, wenn Sie den Überblick darüber haben, dann können Sie entscheiden, ja, das ist für mich in Ordnung oder nein, dann müssen wir was dran ändern. Das mit dem Bauchgefühl ist immer so eine Sache. Verstehen Sie vielleicht, wo ich rauf will? Also, Sie können natürlich vermuten, ja, ungefähr die Hälfte meiner Angebote wird zum Auftrag. Aber ob Sie es vermuten oder ob Sie es missen, ist halt was anderes. Fakten sind immer besser als reines Bauchgefühl. Und diese Fakten bekommen Sie nur dann, wenn Sie tatsächlich mal messen. Bei dem Kunden im Schreinereibetrieb haben wir mal gemessen, wie lange es dauert, bis er entsprechend eines seiner Kernprodukte wirklich erstellt hat. Er sprach immer von 8 Wochen nach Fertigstellung der Bestellung und Klärung der technischen Anliegen, bis es dann zur Auslieferung kommt. Wir haben es dann gemessen, es waren keine 8 Wochen. Es waren halt 12,5 Wochen. Und immer waren dann die Fragen mit Kapazitätsplanung und ähnliches.
Da hat Messen einfach geholfen. Und das Problem war, wir konnten das Ganze auch deutlich verkürzen. Nicht indem die Mitarbeiter mehr mit raushängender Zunge arbeiten mussten, sondern indem wir einfach die Zeiten verkürzt haben, wo Sachen einfach unbearbeitet rumlagen. Die Wartezeiten rausnehmen. Schönes Beispiel. Ja, Strategie als fester Bestandteil des Jahresplans. Wie geht man da idealerweise vor? Mir ist absolut klar, dass nichts davon einfach ist. Schließlich muss ich auch oft genug mit mir selbst einen Termin ausmachen, um mein Unternehmen zu überprüfen. Weil genau diese Strategiearbeit sonst im Alltagsgeschäft untergeht. Das ist immer das Problem. Man muss sich ganz, ganz bewusst dafür Zeit nehmen und Zeit blocken, damit man genau diese Strategiearbeit leisten kann. Und deswegen verlasse ich mich auch auf mein Team, das die Ideen mit mir umsetzt und ich prüfe Vorschläge aus verlässlichen Quellen. Sie haben es gerade in der Folie vorher gesehen, Steuern und Messen. Genau das sind die verlässlichen Quellen, wo wir sagen können, ja, mit der Leistung von dem Prozess sind wir super zufrieden, kein Handlungsbedarf. Es gibt aber auch andere Dinge, wo wir sagen, ah, so wie wir uns das vorgestellt haben, läuft das nicht. Auch in unserem Unternehmen genau das Gleiche. Und dann müssen wir einfach rangehen und uns überlegen, wie können wir es besser machen. Aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass der Blick von außen immer unangenehm ist, aber es ist der schnellste und die günstigste Art, Fehler und Probleme zu erkennen und sinnvoll zu bearbeiten. Und deswegen habe ich die drei grundlegenden Lösungen für alle drei großen Strategiefelder jetzt für Sie mal zusammengestellt. Die strategische Zielsetzung. Machen Sie sich Termine mit sich selbst. Eine Stunde in der Woche oder einen Nachmittag im Monat oder mal ein ganzer Strategietag einmal im Jahr. Typischerweise macht man sowas am Ende vom Jahr, aber wenn man noch nicht am Ende vom Jahr ist, weil man erst am Beginn vom Jahr ist, dann holen Sie es halt nach, ist ja kein Problem. Aber machen Sie es. Der Punkt ist das Tun und nicht nur das müsste man mal. Holen Sie sich dafür die Meinungen von vertrauten Mitarbeitern und Partnern ein und rechnen Sie wirtschaftlich. Was ist Ihnen der langfristige Erfolg Ihres Unternehmens wert? Das ist doch die ganz entscheidende Frage. Wie viel Zeit möchte ich reinstecken, an meinem Unternehmen zu arbeiten, an mein Unternehmen zu investieren, um danach die Früchte ihrer Investition zu ernten, nämlich eine deutlich bessere Unternehmenslage und ein deutlich höherer Unternehmenswert. Es geht hier um den Wert Ihres Unternehmens. Und wenn der Wert Ihres Unternehmens sehr hoch ist, dann können Sie es auch später mal besser verkaufen. Die Nachfolge ist besser geregelt, alle diese Dinge. Sie bekommen deutlich leichter Geld von irgendwelchen Kreditgebern, wenn der Wert des Unternehmens deutlich höher ist. Überprüfen Sie Ihre Effizienz. Starten Sie rein in das Thema Controlling. Controlling heißt nicht Überwachung. Bitte überwachen Sie nicht Ihre Mitarbeiter. Sondern es geht darum, geht die Arbeit meinen Mitarbeitern so leicht zur Hand, dass sie bestmöglich arbeiten können. Fragen Sie sich immer, würde der Kunde das bezahlen, was wir gerade tun? Also, überspitzt. Lieber Kunde, dein Produkt oder unser Produkt, was du gerade kaufst, kostet 100 € mehr, weil wir nämlich bei der Erstellung dieses Produkts ungefähr 2 Stunden lang irgendwelche Sachen suchen. Rechnungen suchen, Projektunterlagen suchen, Lieferscheine suchen, Ware suchen, irgendwelche Dinge suchen. Würde Ihr Kunde das akzeptieren, wenn er es wüsste? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, nö. Ich würde es ja auch nicht. Ja, die meisten Kunden wissen es ja nicht. Aber wenn man mal ganz ehrlich sich überlegt, macht es denn Sinn, was wir da tun? Findet man halt ganz, ganz viele Bereiche, wie eben Sachen suchen, die völlig unnötig sind. Der allereinfachste Einstieg in das Thema Controlling ist, schauen Sie sich mal die letzten 12 Monate anhand von Ihren BWAs an, die Ihr Steuerberater Ihnen geschickt hat, und überlegen Sie sich mal, was lief denn da eigentlich gut und was lief nicht gut. Haben Sie sich denn eigentlich überhaupt ein Ziel vorgenommen? Also, was wollten Sie denn eigentlich erreichen? Und vor allem, haben Sie dieses Ziel auch vorher aufgeschrieben? Denn nur dann, wenn ich es aufschreibe, kann ich danach überprüfen, ob ich auch das Ziel geschafft habe. Oder ob ich wenigstens möglichst weit gekommen bin, wenn ich es schon nicht geschafft habe. Kann ja gut sein. Und richtig gut wird die Rückschau dann, wenn Sie farbige Zettel nehmen und alle Ergebnisse farblich markiert an Ihre Wand hängen. Dann haben Sie es nämlich im Blick. Gute Ergebnisse bleiben weniger gut im Gedächtnis haften wie die schlechten Ergebnisse. Das ist auch so eine Sache. Sie wissen ganz genau, wenn Sie mit irgendwas unzufrieden waren, erzählen Sie es durchschnittlich 8 bis 10 Leuten
Und wenn sie mit irgendwas zufrieden waren, naja, vielleicht einem. Aber das ist genau das, diese negativen Dinge bleiben einfach viel mehr im Gedächtnis. Also schreiben Sie Ihre Ziele auf, visualisieren Sie sich's, von mir aus auch an Ihrem Badezimmerspiegel, das Sie sehen, und dann haben Sie eine gute Möglichkeit, entsprechend zu überprüfen, ob Sie dahin gekommen sind, wo Sie hinwollten. Kostenplanung. Was ist denn Ihre Arbeit wirklich wert und welchen Stundenlohn haben Sie aktuell? Wissen Sie denn das eigentlich, wenn Sie alle Ihre Zeiten zusammenrechnen, wo Ihre Mitarbeiter bereits zu Hause im wohlverdienten Feierabend sind oder im Wochenende, wo Sie trotzdem wieder am Schreibtisch sitzen, im Büro sitzen, in der Werkstatt sind oder noch irgendwelche Dinge vorbereiten? Zählen Sie die Stunden mal wirklich alle zusammen, Sie werden schockiert sein, was zum Schluss für ein Stundenlohn rauskommt. Setzen Sie sich auch da ein Ziel, was Sie erreichen wollen, was Ihr Mindestlohn ist für Sie selbst als Unternehmer, was für Sie angemessen ist. Und dann rechnen Sie so. Erstellen Sie einen Budgetplan und halten Sie sich wöchentlich einen Termin frei, um Ihre Finanzen zu prüfen, Ihre Forderungen alle nachzufassen und die Rechnungen fertig zu machen. Gerade das Thema Forderungen nachfassen ist unangenehm, weil es recht schnell in das Thema Mahnwesen reingeht. Das müssen Sie aber auch nicht unbedingt selbst machen. Es gibt dafür Anbieter, sei es über Factoring oder sei es über Inkassobüros oder ähnliche Dinge. Lagern Sie es aus, wenn Sie es nicht selbst machen wollen. Aber bringen Sie den Prozess unter Kontrolle. Das ist der Punkt. Kümmern Sie sich darum, dass der Prozess läuft. Auch wenn Sie es nicht selbst machen müssen. Und ohne eine Nachkalkulation verschenken Sie nicht bares Geld. Also machen Sie den gleichen Fehler wie viele andere Betriebe und verzichten Sie auf die Nachkalkulation. Machen Sie Ihre Nachkalkulation. Und dann werden Sie auf einmal feststellen, dass bestimmte Typen von Ihren Leistungserstellungen vielleicht sehr lohnen. Manche, naja, ist schon okay. Und manche sagen Sie, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Die müssen Sie in der Zukunft einfach zurückfahren. Wir haben einen Blasereibetrieb als Kunde bei uns zum Beispiel. Die hatten relativ viel Laufkundschaft noch mit irgendwelchen Kleinkram, obwohl sie eigentlich spezialisiert hatten auf Duschen, auf Glasduschen. Das war das ganz große Thema bei denen. Da waren die auch richtig spitze. Aber diese kleinen Sachen wie mal schnell ein Kellerfenster unten einfach neu verglasen oder irgendwelche Gläser zu schleifen, mit irgendwelche Sachen reinschleifen, das war Krimskrams und hat aber wahnsinnig viel Zeit gekostet, hat sich nicht gelohnt. Und deswegen war die dringende Empfehlung, lassen und sich auf das Kerngeschäft entsprechend zu fokussieren. Haben sie gemacht, Ergebnis war erheblich besser. Die praktische Jahresplanung sollte diese drei Punkte, diese Punkte alle enthalten. Nicht nur drei, es sind ein paar mehr. Der Zustand, so genau es geht, von jedem Bereich des Betriebes aufhalten. Die Bestandsaufnahme, den Ist-Zustand aufhalten. Danach sollten Sie das anschauen, ob denn der Ist-Zustand eigentlich noch zu Ihrem Geschäftsmodell und zu Ihrem Wertangebot passt. Es kann sein, dass Sie ein anderes Geschäftsmodell vor einigen Jahren noch im Kopf hatten, zum Beispiel bei der Gründung, wenn das her ist, oder bei der Übernahme des Unternehmens und sich einfach durch die Änderung der Umwelt, durch die Änderung der Zeiten, durch die Änderung des gesamten Umfelds sich Ihr Unternehmen in eine Richtung entwickelt hat, die nicht mehr zu dem Geschäftsmodell passt. Das können Sie feststellen, indem Sie den Ist-Zustand eben ganz klar definiert haben, herausgearbeitet haben und dann mit Ihrem Geschäftsmodell entsprechend abgleichen. Bestimmen Sie die Effizienz von Ihren Betriebsmitteln und vor allem von Ihren Prozessen. Messen Sie die ganzen Sachen. Wenn Sie jetzt beispielsweise Fenster einbauen, weil Sie ein Schreinereibetrieb sind, dann ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie ein Metermaß in die Hand nehmen und die Laibungen entsprechend ausmessen, damit Ihre Fenster danach passen. Und ganz ehrlich, wie oft haben Sie denn das Metermaß in die Hand genommen oder ein anderes Messinstrument in dem Fall, um die Abläufe in Ihrem Büro zu messen? Wie lange dauert es denn, um eine Rechnung zu erstellen? Oder wie lange dauert es denn von der Bauabnahme, bis das Geld reinkommt? Oder wie lange dauert es denn, bis Ihr Angebot tatsächlich vom Kunden angenommen worden ist oder abgelehnt worden ist? Wie oft wird denn nachgefasst? Genau diese Dinge beschäftigen sich alle mit der Effizienz. Und da ist halt die Messerei oft ein bisschen vernachlässigt. Ich mag meine Handwerksbetriebe alle unheimlich gern, aber genau das ist der Punkt, wo die Messerei halt oft zu kurz kommt. Schauen Sie sich an, ob Ihre Mitarbeiteraufstellung passt. Vielleicht haben sich ja Ihr Unternehmen weiterentwickelt. Vielleicht brauchen Sie einfach jetzt Mitarbeiter mit ein bisschen anderen Fertigkeiten.
Die kann man zum großen Teil selbst weiterbilden und schulen. Das klappt meistens recht gut. Aber manches Mal brauchen sie eben auch Fertigkeiten von Mitarbeitern, die sie jetzt eben noch nicht an Bord haben. Dann müssen sie sich auf die Suche machen. Und auch dazu gehört, dass sie rechtzeitig anfangen, als Arbeitgeber eine entsprechende Marke zu sein, dass sie ein attraktiver Arbeitgeber sind. Das kann man steuern, indem sie zum Beispiel ihre Profile in den entsprechenden digitalen Medien pflegen und dass sie eben rechtzeitig anfangen, von ihren Bestandsmitarbeitern Bewertungen einzuholen. Kununu zum Beispiel ist so eine Plattform, ob sie mit ihrem Unternehmen zufrieden sind. Und wenn da eine ganz große Menge von besten Rezensionen drin ist, dann ist das einfach attraktiv für andere Bewerber, sich ihr Unternehmen genauer anzuschauen. Auch das gehört rein in eine Jahresplanung. Wie kann ich da zum Beispiel meine Reputation als Arbeitgeber verbessern? Das ist ein strategisches Thema. Setzen Sie sich Zielmarken mit klaren Formulierungen und legen Sie entsprechende Etappen fest. Also, wenn Sie ein großes Ziel setzen, ich nehme zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Homeoffice, Digitalisierung, Pandemie und so weiter. Wir wollen an jedem Ort bestmöglich zusammenarbeiten können. Das ist ein relativ großes Ziel. Da muss man das runterbrechen in einzelne Etappen. Da kann das bedeuten, was braucht denn mein Mitarbeiter für eine Ausstattung, zum Beispiel einen Laptop, ein Notebook, was er mitnehmen kann, statt einem festen Rechner an einem Büroschreibtisch im Betrieb? Da muss ich mich um das Thema Hardware eben kümmern. Oder kann denn der Mitarbeiter, selbst wenn er jetzt ein Notebook hätte, von zu Hause vernünftig arbeiten, weil alle seine Unterlagen, die er dafür braucht, Projektunterlagen, Skizzen, Rechnungen, Lieferscheine und so weiter, digital verfügbar sind? Oder sind die alle sauber abgeheftet in einem Aktenordner im jeweiligen Schrank? Weil dann bringt es ihm nichts, wenn der Aktenordner im Büro steht, weil er nicht nachgucken kann. Also auch das ist wieder so ein Thema, dann muss ich mich halt darum kümmern, wie ich meine Dokumentenverwaltung einfach so gestalten kann, dass jeder von überall aus darauf zugreifen kann. Also das wären solche Etappen, die man einfach entsprechend runterbricht. Als Beispiele jetzt nur. Legen Sie sich Ihren Finanzbericht des laufenden Jahres, des letzten Jahres und des nächsten Jahres vor und gucken sich an, ob das alles so läuft, wie sich das vorstellt. Erstellen Sie daraus Ihren Budgetplan. Legen Sie fest, wie viel Geld Sie gewillt sind, für Werbung auszugeben. Legen Sie fest, wie viel Geld Sie gewillt sind, für den Einkauf von Rohmaterial auszugeben. Sowas kann man planen. Wenn es dann Mitte des Jahres sich feststellt, oh, das Budget reicht nicht, wir geben mehr Geld aus, als was geplant war, dann muss man darüber sprechen. Ist das jetzt ein Problem? Können wir es uns leisten? Oder müssen wir irgendwo die Kosten entsprechend im Auge behalten und kürzen und sagen, nö, stopp, die Werbung ist zwar schön und gut, aber müssen wir immerhin zurückfahren. Es langt sonst im Moment nicht. Aber das sind Entscheidungen, die Sie dann treffen können auf Basis von Fakten, weil Sie vorher einen Budgetplan erstellt haben. Ihre Kapazitätsplanung vorbereiten, auch ein wunderbares Thema. Kapazitäten, wer ist tatsächlich wann wie verfügbar? Haben Sie mal überlegt, was denn tatsächlich Ihre entsprechenden Mitarbeiter pro Woche eigentlich leisten können? Also, sich zu schauen, von meinen 12 Mitarbeitern sind eben gerade 2 im Urlaub und einer ist krank. Okay. Was verbleibt denn eigentlich an Kapazitäten für die jeweiligen Fertigkeiten, die ich noch machen kann? Also nicht jeder kann ja eine entsprechende große Tischsäge bedienen oder nicht jeder kann eben irgendwelche Tabellen in Excel schreiben. Also jeder Mitarbeiter hat ja seine Fähigkeiten und reichen mir dann noch die Kapazitäten, damit ich meine entsprechenden Aufträge abwickeln kann. Das kann man planen. Dafür gibt es auch Werkzeuge, zum Beispiel Schichtplanung oder ähnliche Sachen, dass man sich das anschauen kann. Wer ist denn noch da? Wer fehlt geplant, weil er zum Beispiel schon seinen Urlaub länger genehmigt hatte? Und wer fehlt ungeplant, weil er einfach wegen Krankheit oder sonstigen Dingen ausfällt? Und dann halten Sie auch Ihre Verbesserungen entsprechend fest. Überlegen sich genau, was wollen wir angehen. Machen Sie es schriftlich, weil nur wer schreibt, der bleibt. Altes Sprichwort. Schreiben Sie Ihre Verbesserungsziele auf und arbeiten Sie kontinuierlich dran. Und damit einhergehen auch die verbindlichen Termine für Ihre Kontrollen. Um wieder eben in der Rückschau zu schauen, habe ich das geschafft, was ich mir vornehmen wollte, oder hat mich schon wieder das ganze Tagesgeschäft entsprechend aufgefressen. So, ein Bonustipp. Ganz wunderbar die X-Matrix. Warum X-Matrix? Weil in der Mitte von dieser Vorlage so ein X drin ist. Das bedeutet,
Ziele runterzubrechen, macht man am einfachsten mit so einer Matrix. Und ich möchte Ihnen ganz kurz vorführen, wie das funktioniert. Es geht nämlich ziemlich leicht. Man liest diese Matrix an dem Punkt Start. Hier unten geht's los. Und dann im Uhrzeigersinn gehen wir einmal durch die Matrix durch. Und Sie werden feststellen, auf einmal bekommt das Ganze Hand und Fuß. Und diese großen Themen werden auf einmal zu Häppchen, die wir alle entsprechend bewältigen können. Also, fangen wir an. Ein Durchbruchsziel zum Beispiel. Ich möchte meinen Verschnitt von meinen Maschinen um 10% zurückführen. Da habe ich noch keine große Idee, wie das gehen soll. Da muss man einfach mal jetzt schauen, wie kann man so ein Thema einfach zerlegen in entsprechende Arbeitspakete, die dann auf einmal handhabbar werden. So, das ist das langfristige Ziel. Das nächste Etappenziel wäre doch, dass wir uns mal anschauen, wie viel Verschnitt durch falsch eingestellte Maschinen noch passiert. Also, wie wollen die Maschinen deswegen im ersten Jahr besser justieren? Das kann man sich mal vornehmen. Wir nehmen uns heute mal die entsprechenden Maschinen vor und schreiben das hier rein. Also, und nachdem die zwei Sachen zusammengehören, machen wir da unten so ein kleines X rein. Die zwei X da oben, Sie werden es schon fast ahnen, werden dazu führen, dass wir das weitermachen. Also, Maschine justieren heißt zum einen mal, wir müssen unsere Mitarbeiter schulen und zum anderen müssen wir vielleicht auch unseren Wartungsplan entsprechend erstellen oder überarbeiten. Das sind also zwei ganz konkrete Aufgaben, die wir tun können, damit unsere Maschinen besser laufen und das Ganze zahlt auf das große Thema ein weniger Verschnitt. Wie können wir das Ganze entsprechend noch weiter runterbrechen? Es gibt Hindernisse. Zum Beispiel, es gibt hier monatlichen Workshop durchführen, dass wir das entsprechend machen, dass wir ein Wartungsprotokoll ausfüllen, dass wir uns vielleicht auch anschauen, dass wir unsere Wartung vielleicht nicht nur mit protokollieren, sondern vielleicht sogar auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen, wie denn die Maschine eigentlich richtig gewartet wird, dass wir eben zum Beispiel für Gehäuseabdeckungen und sowas nicht mehr nur die entsprechenden Schrauben drin haben, wo wir dann entsprechend ein schwieriges Werkzeug brauchen, sondern zum Beispiel mit so einem Drehrad oben dran ist, dass man das einfach mit der Hand abschrauben kann, dass solche Sachen einfach leichter von der Hand gehen. Auf jeden Fall können wir sowas entsprechend runterbrechen in Aufgabenpakete, die man wirklich auch bewältigen kann. Denn so einen Workshop durchführen, um dann den Mitarbeiter an der Maschine wirklich zu schulen, das kriegt man hin. Zuerst zu sagen, ich will 10% weniger Verschnitt, das wird schwierig. Aber den Mitarbeiter schulen, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Und wer macht das Ganze? Das sind wir hier bei dem Thema mit den Ressourcen. Zum Beispiel Konrad, der Werkstattleiter, und Stefan, der Maschinenführer. Die zwei kümmern sich um diese jeweiligen Themen. Und damit sind auch die Zuständigkeiten geklärt und ein einzelnes Ziel in überschaubare Bereiche aufgespalten. Eigentlich geht es mit so einer Vorlage relativ einfach. Und das war jetzt nur ein Beispiel dafür, dass man das entsprechend machen kann. Aber passen Sie bitte auf, dass Sie nicht völlig in den Details verrennen und die großen Probleme übersehen. Das heißt, es hat einen Grund, warum es hier unten nur maximal 4 Einträge gibt. Ich empfehle Ihnen, nutzen Sie nur 3 große Themen und dann fangen Sie an, sich die runterzubrechen. Was können wir denn entsprechend davon schaffen? Was sind denn überhaupt die nächsten Schritte? Also, dass diese Zeilen hier alle limitiert sind, hat seinen Grund. Das ist eine der Stärken von dieser X-Matrix, dass wir eben uns nicht völlig verzetteln und uns wieder mal viel zu viel vornehmen und dann überrennt uns wieder das Tagesgeschäft. So. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, Aha-Erlebnis, aha. Also, wie gehen wir das Ganze an, wie können wir das Ganze besser machen? Es gibt es verschiedene Varianten. Mit diesen Tipps, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, können Sie einfach mal selber eine Bestandsaufnahme machen. Tun Sie es, fühlen Sie es einfach mal leichter vor. Sie können auch sehr, sehr gerne entsprechend sich bei uns melden. Sie können uns eine E-Mail schreiben oder im Nachgang eben entsprechend einen Termin buchen. Das ist selbstverständlich kostenlos. Wir helfen Ihnen gerne bei den ersten Ideen zu entwickeln oder wir hören uns einfach mal an, wo der Schuh eigentlich drückt. Das ist überhaupt kein Thema. Melden Sie sich bei uns. Wir können das gemeinsam mit Ihnen angehen. So, auf jeden Fall, und das ist der ganz wesentliche Punkt, werden Sie aktiv. Schalten Sie jetzt nicht einfach nur Ihr Endgerät, Ihr Smartphone, Ihren Rechner einfach nur ab und sagen, ja, war ganz nett, sondern kommen Sie ins Tun. Also überlegen Sie sich jetzt genau, was ist jetzt das, was ich tun möchte, wann nehme ich mir tatsächlich Zeit für meine Strategie und wann arbeite ich an meinem Unternehmen. Und nicht nur als die beste Fachkraft in meinem Unternehmen. Sie müssen nicht immer alles selbst montieren, Sie müssen nicht immer alles selbst einkaufen, Sie müssen nicht immer selbst alles tun, das machen teilweise oder sollten Ihre Mitarbeiter machen.
Sie sollten den Freiraum haben, sich wirklich um solche strategischen Themen einfach entsprechend zu kümmern. Und dann wird auch das nächste Jahr mit Sicherheit etwas leichter von der Hand gehen und Sie können zufriedener sein. Es wird am Anfang holpern, das ist ganz normal. Aber wenn Sie diese Bestandsaufnahme machen und Sie Ihre Ziele stecken und Sie Ihre Ziele runterbrechen in kleinere Arbeitspakete, dann nehmen Sie auch Ihre Mannschaft mit. Und Sie werden wirklich begeistert sein, wie Ihre Mitarbeiter auf einmal handhabbare Aufgaben in einer verdaubaren Größe wirklich angehen und das entsprechend machen. Werden Sie aktiv. Das war's schon mit unserem Webinar jetzt. Ich hoffe, dass Sie einige Impulse mitnehmen konnten. Melden Sie sich bei uns. Sie können entsprechend uns eine E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Oder aber Sie bekommen im Nachgang noch entsprechend eine E-Mail von uns mit einem Buchungssystem. Da können Sie auch jederzeit ein Erstgespräch buchen. Und ich habe Ihnen noch versprochen, ganz zum Schluss gibt es ein Angebot, was eigentlich ziemlich der Knaller ist. Wenn Sie sagen, ja, das mit dieser ganzen Unternehmensberatung, das ist immer alles so teuer und so schwierig und das bringt doch nichts und so weiter. Also, wir schauen uns mit Ihnen Ihren Rechnungserstellungsprozess an. Wir würden das einmal durchexerzieren, dass wir sagen, okay, von dem Zeitpunkt, wo Ihre Leistung abrechenbar ist, bis zum Zeitpunkt des Geldeingangs auf Ihr Konto, das messen wir mal über Ihre ganzen Kunden mit, das schauen wir uns mal an. Und dann können wir uns überlegen, wie können wir das schneller machen. Und ich versichere Ihnen, wir kriegen das schneller hin, dass Sie schneller zu Ihrem Geld kommen, was Ihnen zusteht. Und das Ganze machen wir zu einem Festpreis, damit Sie da keinerlei Risiken eingehen, für nur 199 Euro netto, zuzüglich Umsatzsteuer. Das ist unser Angebot, was wir an Sie machen, damit Sie es einfach mal ausprobieren können. Der echte Benefit davon ist, Sie kommen schneller zu Ihrem Geld. Sie haben sofort die Rückfinanzierung von Ihrer Investition in dieses Angebot, indem Sie weniger Zinsen auf dem Konto Kredit bezahlen und Sie haben die Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, wie eine gemeinsame Arbeit mit uns ist. Und damit beschließe ich es. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich da waren und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und fangen Sie am besten jetzt gleich damit an. Machen Sie Ihre Pläne, machen Sie Ihre Ziele und arbeiten Sie an der Strategie für Ihr Unternehmen. Es lohnt sich wirklich. Herzlichen Dank, Ihr Axel Schröder.